So, theoretisch müsste, ja, was ich jetzt gern nochmal vorhätte, wäre einem Boot nochmal wegzufahren. Ich nehme mal eine Werkbank mit. Oder zwei. Mit einem Boot einfach nochmal wegfahren. Und zwar da bei der Sommerresidenz in die Richtung. Ist jetzt ein bisschen weiter weg. Vor allen Dingen in die ganz andere Richtung. Es soll da eine. Oh, die Sonne geht unter. Ich glaube, wir gehen nochmal schlafen. Es soll dort eine Bergschlucht sein oder sehr hügelig sein. Sehr bergisch. Die Berge sind teilweise richtig spitz. Das haben wir von der Sommerresidenz schon gesehen. Da wollte ich mal hin. Da hinten. Wartet mal. So. Und das Boot haben wir hier und los geht's. Ich bin mal gespannt, wo wir ankommen. Okay, wir gehen mal hier hin. Mauern sind aber viel zu hoch. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Da hinten ist die Winterresidenz. Wir sind also. Ja. Geht's da hinten noch weiter? Geht's da hinten noch weiter? Sehe ich jetzt nicht außerhalb des Ladebereichs. Okay, so hügelig ist es jetzt hier auch wieder nicht. Es ist ein klein bisschen, da unten läuft ein Schwein. Das ist ein Huhn. Nehme ich gerne mit hier. Die Pflanzen. Eine Hühnerzucht machen. Plopp. Drei Eier. Vier Eier. Plopp. Da unten sind Kürbisse, auch geil. Schön, aber Kürbisse haben wir ja schon. Hui. Einfach mal ganz kurz innehalten. So. Seht auch, wann das Aufnahmedatum seht ihr hier sogar mitten in der Folge.
beizulegen? Nein? Schade. Schade, schade, schade. Da bin ich jetzt wirklich sehr positiv überrascht, wenn ich hier 7 Eier schon sehe. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Bei einer Hühnerzucht hatten wir seit Folge 0 bis 100 nicht mehr. So viel Glück, so viel Glück. Guck mal, wie viele Eier. Ich laufe hier so ein bisschen durch die Gegend. Wir haben auch eigentlich einen Kompass, den hätte ich vielleicht mitnehmen können. Dann hätten wir uns vielleicht ein bisschen weiter weg begeben können. Da oben ist die Schneelandschaft. Ich glaube, da oben ist die Winterresidenz von uns. Denke ich jetzt einfach mal. Viele Hühner sind hier. Aber keine Schafe. Eine Sumpfgegend. Na super. In der Sumpfgegend kann ich eigentlich so gut wie gar nichts anfangen und auch gar nichts finden. Aber vielleicht ein Hexenhaus mit einem Kessel. Aber einen Kessel kann ich mir auch selber craften. Ich mal hier einfach mal so ein bisschen der Küste entlang. Ein Unterwassertempel, das wäre es jetzt. Ein Unterwassertempel wäre jetzt das, was... Alter, das wäre sowas von krank. Da kommen wir auch noch hin im Let's Play, das kann ich euch sagen. Zu einem Unterwassertempel. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir gleich eine Hühnerfarm haben. Es kann natürlich auch sein, dass diese 16 Eier, die wir hier haben, nicht reichen werden, dass da kein einziges Huhn rauskommt. Und dahin ist ein Schaf. Ja, dich meine ich. Genau, dich. Mein Lieblingsschaf. So. Was haben wir denn hier? Nee, 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 die Höhle will ich jetzt nicht erkunden. Schöne Schneelandschaft. Also so langsam gewöhnt man sich an dieses Texturenpaket, dieses textfehlende Programm. Sag mal, wo ist denn jetzt Winterresidenz? Le Buchto. Le Buchto, sag ich. Kann sein, dass es da drüben erst ist. Nein! Fuck! 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 Tut mir leid. Wo hab ich? Da hinten bestimmt. Fuck, 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 fuck. Tut mir leid, wenn ich jetzt Game Mode 1 bin, aber... Alter, ich habe ihn nicht gesehen. Kann hier gewesen sein, ne? Ja.
So, wo sind wir runtergesprungen? Von hier, richtig? Oh Gott, oh Gott. Ja, help, nein. Game Mode 0, bitte. Alter Finne. 16 Eier, super. Tut mir leid wegen dem Game Mode 1 jetzt, aber ganz ehrlich. Das musste sein. Stellt euch vor, es wäre nichts passiert. Überhaupt nichts.